heutigen Folge machen wir Rosmarin-Herdöpfeli. Aus jungen Herdöpfeln mit frischem Rosmarin, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Sehr einfach, klingt praktisch immer, wenn man es nicht im Ofen vergisst. Und ist einfach super. Für unsere Rosmarin-Herdöpfeli habe ich hier Babykartoffeln, festkochen. Die sind sehr schön, muss man nicht gross putzen. Und Rosmarin. Das ist sehr einfach. Also ich glaube, ein einfaches Rezept gibt es gar nicht. Wir nehmen die Herdöpfel, tun sie den langen Weg halbieren, in eine Gratinschale rein. Jetzt haben wir hier frisch Rosmarin. Duftet gut. Dann tun wir jetzt einfach die Nadel ein bisschen abzupfen und drüber gehen. Weil wenn man jetzt fein hackt und nachher im Backofen macht, dann verbrennt er und nachher wird es bitter. So, das sollte die Länge für die paar Herdöpfel. Jetzt haben wir hier wieder das Olivenöl. Dann tun wir hier grosszügig Olivenöl drüber. Und dann auch wieder ganz einfach Salz und Pfeffer. Pfeffer habe ich hier so eine Aromamülle. Das ist so gesehen eine Einwegmülle. Aber ich finde es noch gäbig. Vor allem ist es immer frisch gemahlener Pfeffer. Und Salz. So, jetzt kann man die schnell ein bisschen vermengen. Wie einmassieren, dass es überall ein bisschen Olivenöl hat. Und überall ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. So. Das war es schon mit diesen Herdöpfeln. Die kann man jetzt in den Backofen, der jetzt gerade piepset hat, dass er vorgeheizt ist. Sie brauchen etwa 20 Minuten, 25 Minuten bei 180 Grad. Heißluft, wenn ihr einen Steamer habt, ohne Dampf. Und dann gibt es tiptop bei Herdöpfeli. Wichtig ist, die Tüte zwischendrin ein- oder zweimal rausnehmen und nochmal ein bisschen verrühren. Ihr müsst dann ein Keller nehmen, weil sie sind sehr heiß. So, die Rosmarin-Herdöpfeli sehen doch einfach mal gut aus. Ich kann mich noch schnell drücken. Tipptopp.